Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Schön, dass ihr mir zuseht. So, eigentlich wäre jetzt folgendes Liquid dran. Ich zeige es euch mal, wenn ich es denn hier habe. Genau, und zwar ganz nah und dann weg, sagt er. Jawohl, geht. Opium von Tom Clarks. Kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich muss es noch ein bisschen dampfen. Das ist so komplex und schwierig. Das übertrifft alle bisherigen Tom Clarks Liquids, die auf dem Markt sind. Und daher wäre es völlig uncool und unseriös, wenn ich euch jetzt hier irgendwas dazu erzählen würde. Bitte seht es mir nach. Ich muss es einfach in ein paar unterschiedlichen Verdampfern noch dampfen. Auch mal tröpfeln. Es geht nicht. Entschuldigt bitte. Und das war's auch schon. Danke, dass ihr mit zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ist natürlich Quatsch. Es geht weiter. Und zwar geht es weiter mit... Achtung. Ganz nah und dann weg. Ganz nah und weg. WTF. The Original Strawberry Sorbet. OMG E-Liquid. Das ist die Flasche. 120 ml. Dabei ist noch eine 15 ml Dosierpulle. Ihr seht hier kaum Färbung. Habe ich aus den Staaten bestellt. Aus den Staaten bestellt. So ein Quatsch. Oder? Habe ich in den Staaten bestellt. Genau. Und ich dampfe es jetzt seit 4 Tagen. Ja, und es ist neben meinem Zigarillos im Moment das Einzige, was ich dampfe. Weil, aber kein Fazit vorab. So in dieser Flasche wird es geliefert. So eine Plastikbraun-Plastikpulle. Steht alles drauf, was draufstehen muss. 3 Milligramm Nikotin. Und das riecht, Freunde, Originalski. Originalski Erdbeerstreifen, die so ein bisschen säuerlich sind. Das sind diese Kaustreifen hier. Einmal weg und ran. Diese Kaustreifen sind das. Ganz, ganz original, diese Streifen. So riecht es. Ganz original. Also das ist schon echt selten, obwohl, nee, der Geruch ist gar nicht so selten, dass das dem nahe kommt. Und dann kam ja die Probe, die Zungenprobe nenne ich es jetzt mal. Und es schmeckt auch genauso. Wenn es ohne Nikotin wäre, würde ich es mir so reinknallen. Und jetzt ist es im Rutula V2 mit 0,61 Ohm, 220 Grad, 25 Joule auf der MX Class von Yihi. Und ich habe die AFC ziemlich weit zu. Ja, es ist immer noch ein guter Lungenzug, den ich nehmen kann, schön mit Widerstand. Und es ist, kurz gesagt, ein Traum. Es schmeckt ganz, ganz original. Eine richtig gute Erdbeere, obwohl es eine Candy ist,
Eine richtig gute Erdbeere, kein Meter künstlich, kein bisschen penetranten Nebengeschmack. Es erfüllt den Mundraum die ganze Zeit mit einem richtig, richtig fruchtigen Erdbeergeschmack. Und dann kommt zusätzlich diese wunderbare Süßigkeit. Also wer diese Streifen mag, ich liebe die, ich könnte mich nur davon ernähren. Das ist einfach, ich kann es gar nicht glauben. Es ist wirklich eine Süßigkeit, die ich den ganzen Tag dampfen kann, die mich nicht dick werden lässt, die mir ein Lächeln auf... Ach, das ist einfach echt geil. Ist nicht ganz teuer, ist nicht ganz billig, 120 ml. Ich habe Glück gehabt, dass ich dies in so einem, sie sind wohl an, wieder neu auf dem Markt. Daher konnte ich mir für 11 Dollar die Flasche plus 9 Dollar den Versand, also unter 20 Euro, 120 ml von diesem Stuff hier. Das Ganze gibt es auch nochmal mit Frische. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Frische. Diese Pulle wollte ich erst mitbestellen. Da ich aber überhaupt kein Menthol mag und ich verstehen kann, wenn ihr da draußen sagt, ich kaufe kein angebrochenes Liquid, kann ich irgendwo auch verstehen. Ich würde es auch nur von Leuten kaufen, denen ich vertraue. Ich habe hier mehrere hundert Milliliter, die wirklich nur angetestet sind, frisch angemischt, beste Zutaten, beste Base, beste Nikotin. Es kauft keiner. Höchstwahrscheinlich, ja, ich kann es verschenken. Aber da kommen wir gleich zu. Hier bleibt mir eigentlich nichts großartig zu sagen. Es ist genauso, wie ich euch gerade erklärt habe. Eine wunderbare Erdbeere mit einem ganz, ganz tollen Wein. Nicht Weingummi, das ist ja kein Weingummi. Das ist aber so ein... So das bringt es am nächsten, diesen Gummi, diese Gummisüßigkeit mit. Das ist ja eigentlich Zucker, was da drüber gestreut ist. Und dann diese Säure in der Süßigkeit ist ja gar keine echte Säure, lässt es aber etwas säuerlich wirken. Und das ist hier so original getroffen. Überhaupt keine Säure, die dir manchmal bei diesen Fruchtliquids, auch gerade Lemon und Citrus, dir so wirklich alles zusammenziehen lassen. Gibt es auch im angenehmen Stil, aber auch leider im sehr ekelhaften Stil. Das hier ist alles nur rund, gut, lecker, schön, geil. Fertig. Ich habe fertig. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Wenn ihr das mal auschecken könnt, ich rate euch, wenn ihr Süßigkeiten mögt, wenn ihr Erdbeere mögt, verspreche ich euch, ohne zu überlegen, kauft euch die Pulle. Geile Scheiße, echt jetzt. Und weil ich so viel Spaß habe damit und mir es gerade so gut geht, kann ich euch einfach nochmal sagen, ein Gewinner von den Weihnachtsgeschenken hat sich nicht gemeldet und seinen Gewinn nicht eingefordert. Es tut mir leid, ich habe hier noch 2x 60 ml von Big Mouse. Ich weiß nicht genau, welche es sind. Ich hole es jetzt auch nicht rüber. Ist eigentlich auch Latte, weil sie sind umsonst. Versand tragt ihr selber und es gibt 2 Gewinner oder Gewinnerinnen, jeweils einmal 60 ml schon hoch. Gemischt auf 3 Milligramm Nikotin. Dabei ist eine Pulle Cloud Booster, wahrscheinlich VG, und eine Pulle Cool Booster, höchstwahrscheinlich Colada, von der heftigsten Sorte. Es ist eine 30 Milliliter Anmischflasche dabei. Ich habe das natürlich nicht versetzt. Das ist das reine Liquid mit ein wenig VG und wenig Nikotinbase auf 3 Milligramm. Also jeweils mindestens 57 ml in der Originalflasche, dann der Rest, der angemischt wurde, zum Probieren und Vorstellen, ihr erinnert euch, in der 30 ml Flasche und da ist noch etwas Cloud Booster und frische Booster mit drin, das lasse ich alles zusammen. Es gibt dieses Liquid nicht mit den Kartons, die möchte ich gerne behalten. Irgendwann ist mein Filmstudio mal fertig und dann steht es auf dem Regal. Daher möchte ich das behalten. Auch zum Versenden und Verpacken ist das etwas blöd. Ja, 2 von euch können das bekommen und
macht mal einfach, würde ich sagen, Hashtag Erdbeercandy in einem Wort und das reicht mir schon. Ob ihr mich liked, ob ihr mich mögt, ist mir Latte, aber Abonnent meines Kanals müsst ihr schon sein. Ich muss euer Abo, also mein Abo, euer Abo von meinem Kanal muss ich bei euch sehen können, wenn ich euch ziehe. Bitte denkt daran, das ist die Regel. Ich gucke auch nur einfach, ob ich es sehe und mache da nicht groß rum. Sehe ich es nicht, ist der Nächste dran. Versteht das, ja? Ich bedanke mich erstmal bei euch, ja? Bei fast 1200 völlig, ja, ihr könnt ja nur cool sein, wenn ihr mich schaut. Völlig verrückte Leute, vielen Dank dafür. Und, tja, bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Denkt bitte immer dran. Web safe und web on.